Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Justin. Willkommen zurück zu Surgeon Simulator auf der PlayStation 4. Wir haben es ja damals schon auf der auf dem PC gezockt, auf gar keine Konsole. Nun ist es sogar auf der PlayStation 4. Das Geile ist, dass man die Hand jetzt mit dem Controller steuern kann. Das heißt also, ich kann den Controller in die Hand nehmen und abdancen. Yeah! Das ist das, was ich am Arbeitsplatz machen würde, wenn ich kein Hartz-IV-Empfänger, aka YouTuber wäre. Ist ja genau dasselbe in manchen Augen. Naja, gut. Wir spielen heute Surgeon Simulator noch einmal. Einfach nur so, weil ich darauf Lust habe. Und diese Flasche ist hier wunderschön. Keiner mag dich. Ja, Spaß. Lebe wohl, Flasche. So, hier sieht es ein bisschen anders aus. Und zwar haben wir hier einen DVD-Player. Ich weiß gar nicht, ob der auch bei der PC-Version da war. Ich glaube aber nicht. Und soweit ich weiß, kann man, ich glaube... Ach, übrigens, man kann nicht mehr jeden einzelnen Finger steuern, sondern man kann nur die beiden. Ich sehe mal kurz oben, einen Moment. Die beiden und die beiden. Sieht ein bisschen aus wie so eine behinderte Hand, aber nur damit ihr Bescheid wisst, nur die. Also nach dem Motto, ne? Alles klar, Bruder. Und, und die Hand. Yeah! Und das ist nach dem Motto, gib mir meinen Snickers-Eis oder du bist tot! Das ist richtig, Bitch. Ich glaube sogar, das Teil kann man reintun, ne? Ich weiß gar nicht. Müsste eigentlich gehen. Ach komm schon, willst du mich verarschen? So, einen Moment. Oder können wir das nehmen vielleicht? Ah, den Knopf drücken. Ja, hat ja super viel gebracht. Das ist die Steuerung. Oh, es tut mir leid, ich muss mich kurz ein bisschen an die Dingster gewöhnen. So, what the fuck? Das ist so hart. Ich hab die Steuerung schon immer gehasst hier. Ernsthaft, auch auf dem PC. Der nimmt immer so Drogen, ich weiß nicht, was damit los ist. Gut, scheißen wir drauf. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Hier gibt es keine Kassette für, zumindest habe ich sie bis jetzt noch keine gesehen. Oder? Was ist das hier? Nichts Besonderes, ne? Lass uns mal kurz vom Tisch werfen, bevor wir mit der richtigen Arbeit anfangen. Denn wir werden nach langer Zeit wieder Federico sehen. Ich hoffe, ihr freut euch alle drauf. So, Operation. Name des Patienten ist Bob. Können wir den auch ändern, den Namen? Zu Federico? Nee, ne? Ich glaube, das ist ein Schreibfehler. Ich glaube, der heißt... Nee, der heißt Federico definitiv. Wir fangen an mit der Herztransplantation. Sollten wir alle kennen. Und Operationssaal. Ach, nee. Ich dachte in der Kirche. Alles klar, dann... Fang an! Das geht nicht. Wieso nicht? Oh. Operation... Ah, was haben wir hier? Was macht er eigentlich mit dem Finger da? Yeah! Wieso will er nicht anfangen? Hallo? Ah, jetzt! Alles klar. Yeah, es geht los! Woo! Ich bin so froh, wieder das Spiel zu spielen. Oh, dieses Mal hoffe ich, dass ich das beim ersten Mal gleich schaffe. Oh, die Grafik ist ein bisschen anders, ne? Die ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich glaube, er war im Sonnenstudio. Warst du im Solarium? Hey, Federico, antworte! Du hast damals schon nicht mit mir gesprochen, das fand ich nicht nett. Ich glaube, er war im Solarium, Leute. So sieht er zumindest aus. Er ist braun gebräunt, ne? Er hat sich gebräunt. Damit ihn die Ladies attraktiv finden. Keine Sorge, Federico, ich finde jeder attraktiv. Und ich glaube, ich muss mal Controller ein bisschen höher tun. Wie soll das gehen? Achso, nein. Oh, die Steuerung, meine Güte. Die ist ein bisschen auf Drogen genommen. So, da haben wir deine einzelnen Körperteile. Gut, dann wollen wir mal... Ach du Scheiße. Ach, wenn ich schon Probleme bei diesem Scheiß habe, wie soll das dann bitte schon enden? Oh, Danny, ein- und auszuatmen, alles wird gut. So, bist du bereit, Federico? Du hast einen wunderschönen Körper und eine wunderschöne Leber. Ich weiß gar nicht, was wir zuerst verwenden. Wir haben es schon mal durchgemacht. Aber ich habe gar nicht zu Ende gespielt, ne? Hier gibt es nämlich auch so einen Alien-Typen. So einen Alien-Charakter irgendwie. Ach, fuck! Ernsthaft? Den Knopf. So, genau. Und jetzt? Klopf, klopf. Ach du Scheiße, wie soll ich das denn bitte machen? Also ich muss sagen, auf dem PC, was... Ach du Scheiße, der verliert dir jetzt schon so viel Blut. So. Ein Moment. Ich krieg's hin. Ach fuck! Ohne Scheiße, das ist gar... Ach du Scheiße, nee, jetzt mal ehrlich, wie soll das gehen? Ach du Scheiße. Also ich hätte das... Hätte mir das nicht so schwer vorgestellt. Ja, genau, wenn ich Arzt wäre, würde ich auf jeden Fall auch meine Patienten so behandeln. Ich muss mich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, die ist ein bisschen Drogen genommen. Ich meine, drogenabhängig. Oh. Komm los! Oh, die Leber! Das ist gar nicht die Leber, das ist die Lunge, ne? Ach Gott, was weiß ich eigentlich schon vom menschlichen Körper? Ich weiß ja gar nichts. Aber es sieht wirklich merkwürdig hier aus. Also so sehen definitiv nicht die richtigen Organe aus. Ach du Scheiße, ich hoffe einfach mal, dass es rausglitscht irgendwie. Ich glaube, ich muss einfach nur ein bisschen tanzen. Tanzen ist die Lösung, Leute. Tanzen ist das, was man machen muss, wenn man Leute behandelt. Tanze! Komm schon! Oh, ich habe die Musik nicht. Wenn ich die Musik nicht höre, dann ist es nicht dasselbe. Oh. Ach du Scheiße, ich glaube, ich muss den Hammer nehmen, Leute. Oh! Oh! Ja, hab's geschafft! Ja, Mann!
Siehst du, wie einfach das ist? Kuscheln, die beiden. Kuscheln mit ihr. Sag ihr, dass du sie liebst. Sie hat auch Gefühle. Okay, jetzt nur noch das andere. Ach du Scheiße, ich glaube, das ist ein bisschen zu fest, ne? Hallo? Willst du auch mal rauskommen heute oder wird das heute nichts mehr? Nee, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Gut, dann werden wir erstmal die... Ah, ich weiß gar nicht. Die Säge meine ich. Ist ja keine Kettensäge. Eine Kettensäge wäre ein bisschen besser, denke ich. So, nehmen wir erstmal den Hammer nochmal. Ach du Scheiße, die Steuerung! So. Die Steuerung, das loslassen. So. Bitte, nerv bitte nicht, okay? Ganz langsam, ganz... Jetzt. Mach den Knochen kaputt, der nervt. Dieser Knochen da ganz oben muss weg, glaube ich. Oh, also ich muss sagen, also wenn ich das Spiel durchspiele, dann gebe ich jedem ein Snickers-Eis aus, definitiv. Und dann klaue ich sie wieder von euch, damit es meins ist. Ach du Scheiße. Also das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, es wäre wesentlich einfacher auf der PS4. Aber das ist ja mal wesentlich schwerer. Komm raus, meine Güte. Du bist immer so drinnen stecken geblieben. Was ist dann bei los bei dir? Wow, ich glaube, es glitscht langsam raus. Ich muss sagen, ich liebe diese Glitches hier. Die fühlen sich echt gut an. Es gibt ja auch sogar Leute, die das gar nicht so sehen können, ne? Komm schon. Ach, wie ist das? Geduld, Geduld. Er hat noch genug Blut. La 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 la. La 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 la. Ey, ist ohne Scheiß. Also, es kann ja nicht so schwer sein, diese Scheiße da rauszubekommen, oder? Ach du meine Güte. Ja! Ich glaube, ja, 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 ja. Guck mal, dein zweiter Leber. Ich meine Lunge. Ich meine Penis. Nenn das. Oh, jetzt glitscht es. Wow. Guck mal, denn ich kann fliegen. Ja, deine Mauer auch. Okay, wir müssen die anderen zwei Knochen darunter ein bisschen bearbeiten, Leute. Ah, das Herz klopft. Genauso wie meins. Ach du Scheiße. Das bedeutet nichts Gutes. Nein, Hammer! Komm zurück. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich keinen Hammer mehr. Na super. Hat ihr super... Oh, ich habe fast vergessen, dem Patienten was zu trinken zu geben. Nein! Ah, Scheiße. Frederico, du musst ohne Trinken aushalten, anders geht's nicht. Ich nehme erstmal die Säge. Wer, du verpisst dich auch noch. Nein! Oh mein, jetzt glitscht. Oh mein Gott. Mein Finger ist stecken geblieben. Ach du Scheiße. Gut, jetzt geht's wieder. So. Okay. Wow, das geht schnell. Alter Schwede. Komm, mach kaputt. Geh kaputt, du Scheiße. Wow. Ach du Scheiße, es geht schnell. Nein, 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 nein. Los, nein, nicht. Oh, 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 nicht kaputt. Nein, Frederico, bleib am Leben. Oh mein Gott. Frederico, ich brauche eine Spritze da hinten. Welche Spritze ist die, die dich nicht auf Drogen macht? Egal, du magst Drogen, also ist es egal. Die muss die richtige sein. Bitte, bitte, hör auf zu bluten. Bitte, das ist die richtige. Nein, das war die falsche. Das war die falsche. Das war die falsche, Leute. Das ist die richtige. Das ist die richtige, das ist die richtige. Frederico. Ja, ja, ja. Also, ich hab's geschafft. Ach du Scheiße. Oh, ist so aufregend. Ich glaube, also Arzt zu sein ist echt schon ziemlich anstrengend. Also das sind die Ärzte. Nein, Kettensäge bitte. Oh, ich werde sie nie wieder bekommen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ach du Scheiße. Also ich muss sagen, dieses Blut hier, ne? Ich kann mir vorstellen, dass dem einen oder anderen ziemlich schlecht dabei werden könnte. So, dann wollen wir das erstmal rausholen. Da hinten sehe ich ja schon das Herz. Wir sind gar nicht so weit entfernt. Aber das wird auch wirklich schwer sein, das rauszuholen, ja. Scheiße, Leute. Ich glaube, wir sind in der Zwickmühle gerade. Wir sind gleich bei 2000 Millilitern. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Vielleicht mit der... Nee, das ist... Ich verliere zu viel Blut. Mit diesem Bohrer hier. Davon spreche ich gerade. Aber nee, das lassen wir. Wir wollen nicht mit zu viel Gewalt angehen. Frederico mag das nicht. Er wird immer nervös, wenn zu viel Gewalt dabei ist. Scheiße. Oh, ich weiß. Überlege. Danny, denk nach. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Oh nein! Frederico! Sag was! Sag was, was du willst! Mann! Ich weiß nicht, was ich tun soll! Es ist ja eine Herztransplantation. Das bedeutet, dass ich das Herz erstmal rausholen muss. Oder das neue rein. Dann würde ich ganz ehrlich sagen, dass wir erstmal das Herz richtig raus... Also durchschneiden am besten. Ach scheiße, er wird Blut verlieren. So viel... Nein! Bleib stehen! Nein! Ich komme mit dieser Steuerung nicht klar. Nein, die kann ich nicht benutzen. Hier, Frederico, halte mal. Dann nicht. Dann nicht. Nicht die Spritze. Oder? Das war die gute Spritze, ne? Genau. Gut, dann wollen wir mal. Okay, halt dich fest. Ich muss präzise sein. Das kann nicht sein, dass es so schwer ist.
So. Ach du Scheiße, verliert. Ach du Scheiße, jetzt blutet es richtig. Also jetzt blutet es richtig. Boah, was für Details aber auch, ne? Ach du Scheiße. Ach du. Nein. Nein! Fuck! Ich bin so aufgeregt. Gott, ich. Ein Menschenleben ist. Shit! Bitte! Leute, es ist echt nicht so einfach. Es ist echt nicht so einfach. Komm schon. Halt durch, Frederico. Ich bin für dich da. Oh, fuck. Ich brauch die Spitze. Nimm deine Hand da weg. Ach du Scheiße, Mann. Nimm deine Hand da weg. Wir müssen unbedingt die Spitze reintun. Frederico, deine Drohnen kommen. Mach dich bereit. So. Ja, der ist ganz glücklich. Oh, die Blutung hat hundertprozentig aufgehört. Also wenn wir die Spitze verlieren, dann haben wir quasi verloren. Das ist ja wirklich echt krass. Da blutet ja gar nichts mehr. Und ich würde gerne diese Scheiße hier rausholen, aber die will einfach nicht, habe ich das Gefühl. Nee, die will nicht, denke ich. Die hat heute gar keine Lust dazu. Diese, ach, die Säge, die bekomme ich noch. Oh, geil, Mann. Da können wir vielleicht sogar den Knochen hier noch entfernen. Gehen ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen. Ja, ja, perfekt. Das reicht, das reicht, das reicht. So, packen wir es jetzt mal hier hin. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil die andere Spitze, die kann uns auch auf Drogen machen. Was ja im Großen und Ganzen nichts Schlechtes ist, ne, aber... Aber nicht, vielleicht nicht ganz während der Arbeit, wäre nicht so gut. Sonst kann sich der Patient beschweren. Oh, guck mal, hier haben wir deine Leber. Ich glaube, das ist die Leber. Guck mal, er mag sie ganz gerne. Ja, die lieben sich. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Ich meine, man soll ja seine eigenen Organe lieben, ne? Denn ohne sie könnte man gar nicht leben, ne? Ah, ich verstehe noch nicht, wieso das Teil sich nicht, wieso das, dieses rosane Ding da. Wieso das einfach nicht, das will einfach nicht weg, ne? Nee. Ziemlich stur, muss ich sagen. Ich denke, wir werden uns damit beschäftigen, erstmal das Herz durchzuschneiden, Leute. So, ach fuck, shit. Fuck! Komm schon! Ja, 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 ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, ja, ist gut, ist gut. Hand sehen? Ist eigentlich sehr gut sogar. Wow. Ja. Es ist ab, ne? Ja, es ist ab. Es klopft nicht mehr. Frederico, dein Herz hat aufgehört zu klopfen. Oh, guck mal, da ist es jetzt. Das ist dein Herz, Frederico. Guck mal. Mach die Augen auf. Dann echt. Diese Frederico ist immer, meine Güte. Okay, jetzt machen wir. Machen wir erstmal die Box auf. Wir haben noch genug Zeit, muss ich sagen. So schlecht sieht es gar nicht aus, wie man denken könnte. Das Problem ist allerdings, wenn wir das Herz verlieren, dann ist es nicht so toll, muss ich sagen. Nee. Also wenn wir das Herz verlieren, dann ist es nicht ganz so toll. Nee, alles bestens. Nein, nein, bitte nicht. Nein, nein, nicht will. Herzpapier. Jetzt komm schon. Frederico. Mein Herz ist drin. Atme wieder. Bitte. Ah, komm schon. Ach, shit. Leute, ich glaube... Komm schon, ich glaube, es wird nichts. Ich bin aber sehr optimistisch, dass wir es schaffen können. Eigentlich sieht es gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ich glaube, dieses rosane Ding muss erstmal weg. Ne, das Herz haben wir schon rausgeholt. Ich denke, das Herz, das reicht eigentlich voll... Ach du Scheiße, ich hoffe, das bekommen wir jetzt noch. Sag mir bitte, das... Ja, das bekommen wir noch. Oh, ja! 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 Oh, dieses Gefühl! Dieses Gefühl, wenn man es schafft. Ich liebe das Gefühl bei Surgeon Simulator, wenn man es schafft. Ich finde, das sieht sehr gut aus. Das wird der wird bestimmt überleben. Ja, das denke ich auch. Blutwerte 1895 Milliliter, was auch sehr gut ist. Also wir hatten gar nicht so viel Zeitdruck. OP-Zeit 11 Minuten und 3 Sekunden. Ernsthaft? So schnell. Und 925 Millisekunden. Und ich will das nicht nochmal machen. Lass uns einfach weiterspielen. Ich weiß gar nicht, was die nächste Mission sein wird, aber ich denke, das wird dann... ich weiß es gar nicht mehr. Lass uns mal nachsehen. Aber ich muss sagen, wir haben es ziemlich gut hinbekommen, weil... einfach darum. Okay, die Herztransplantation war schon fertig. Die nächste ist dann... hier, das hier wahrscheinlich, ne? Ah, hier haben wir es. Ja, ich sehe es gerade. Aber was ist das da oben dann? Das würde ich gerne wissen. Was? Da ist ein Krankenwagen. Genau, genau, genau. Ich glaube, wir müssen auch noch ein Alien behandeln, früher oder später.
Das wird dann der Alien sein und was da mit, was mit diesem Stern auf sich hat, ich weiß es nicht. Die nächste ist die Nierentransplantation, was sehr interessant ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wollt ihr mehr von Surgeon Simulator auf der PlayStation 4 sehen? Was wesentlich schwerer ist, muss ich sagen, was ich nicht erwartet hätte, denn ich dachte es mit dem PS3-Controller und dieser Bewegung, Dings da, ne? Ist es wesentlich einfacher, aber nein, es ist wesentlich schwerer. Und ich muss sagen, es ist eine ganz andere Erfahrung. Ansonsten würde ich dasselbe Spiel nicht zweimal spielen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniere jetzt meinen Kanal, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!